Sonntag, 23. August 2015. Es geht endlich wieder los. Der SC Magdeburg startet in die neue Bundesliga-Saison. Zu Gast ist der Bergische HC. Dessen Trainer ist bei Stefan Michmer am Mikrofon. Man kennt sich, hat, glaube ich, gegenseitig sehr, sehr hohen Respekt. Also zumindest haben wir das. Und ich glaube, dass es auf der Gegenseite auch so ist. Und freuen sich beide, dass es jetzt losgeht. Natürlich habt ihr euch einen Sieg vorgenommen. Was könnte denn der Bergische HC machen, dass es nicht funktioniert? Ja, alles das, was sie die letzten Jahre auch immer probiert haben. Also sie haben ein wirklich sehr schnelles Angriffsspiel, eine gute Deckung. Und ich denke mal, dass man überhaupt nicht diese Saison überhaupt keinen Gegner unterschätzen darf. Und egal wie die Erfolge letztes Jahr waren, es geht jetzt wieder bei Null los. Man hat es, glaube ich, auch gestern und vorgestern bei den Ergebnissen gesehen. Es war alles sehr, sehr knapp und es wird mit Sicherheit kein Selbstläufer. Anwurf bei dieser erstmals von SCM TV live übertragenen Partie hatten die Gäste. Und sie erwischten den besseren Start. Maximilian Herrmann erzielte den ersten Treffer. Das erste SCM-Bundesliga-Saisontor steuerte Jurenatik bei. Mit seinem ersten Bundesligator überhaupt erhöhte Michael Damgaard den Abstand sogar auf 2 Tore. Nach knapp 15 gespielten Minuten waren die Bergischen aber wieder ran, 5:5 durch Alexander Herrmann. Aber der SCM legte einen Zwischenspurt ein und so heißt es in der 22. Minute durch Matze Musche 10:6. Der SCM 4 Tore vor, 5.740 Zuschauer sind zufrieden. Kurz vor der Pause erhöhte Michael Damgaard auf 13:10. Im zweiten Abschnitt setzte der Bergische HC die Aufholjagd dann aber fort. Ein Doppelschlag von Alexander Herrmann und dem Ex-Magdeburger Alexander Oelze brachte die Gäste auf ein Tor heran. Herrmann sorgte 7 Minuten nach Wiederbeginn sogar für das 15:15, ein starker Einstand in der Bundesliga. Der Bergische HC kämpfte und stemmte sich vehement gegen die drohende Niederlage. Fabian Gutbrot vollendet einen 3:0-Lauf der Gäste mit dem 23:21. Aber der SCM legte nach. 2 Treffer von Neuzugang Zielko Musa zum 26:21 stellten dann die Weichen auf Sieg. Übrigens, eine tolle neue Präsentationstechnik ist jetzt in der GTEC Arena im Einsatz. Mit dem 28. Magdeburger Tor durch Marco Besiak und dem 25. Bergischen Treffer von Arnor Gunnarsson war der Endstand dann perfekt. Ein typisches Saisonauftaktspiel, bei dem noch nicht alles rund lief, ging siegreich für den SCM zu Ende. Und hier kommen die Stimmen zum Spiel. Ja, wenn man das Spiel nochmal Revue passieren lässt, wäre auf jeden Fall ein Punkt für uns drin gewesen, wenn nicht sogar vielleicht 2, weil Magdeburg auch nicht zu 100% das gespielt hat, was sie eigentlich können. Und wir haben leider in den entscheidenden Phasen dann 1, 2 Fehler zu viel gemacht, kriegen dann so 2, 3 Gegenstöße, die uns dann so ein bisschen das Genick brechen und uns hier ein besseres Ergebnis verbauen. Kann man sagen, wenn man Robert Weber in den Gegenstoß kommen lässt, dann hat man hier verloren in Magdeburg? Ja, es ist ja nicht nur Robert, es ist ja auch Matze Musche auf der linken Seite. Die beiden laufen ja unglaublich viele und gute Gegenstöße. Das ist ja so eine Hauptwaffe von Magdeburg auch. Und das wollten wir eigentlich unterbinden, haben es leider nicht ganz geschafft. Vielleicht 3 Gegenstöße weniger, dann wären unentschieden drin gewesen. Oder 3 Fehlwürfe. Ja, letzten Endes ist es sehr ärgerlich, dass wir hier nichts mitgenommen haben, weil wir eigentlich trotz unserer, ich sag mal, ein bisschen dezimierten Mannschaft uns hier gut verkauft haben. Aber ja, ist leider nichts Zählbares bei rumgekommen. Aber am Ende, finde ich, kann man sagen, Kopf hoch, BHC. Was nimmt man Positives mit ins Bergische Land? Dass wir es eigentlich größtenteils geschafft haben, unseren Matchplan durchzuziehen, unser Spiel durchzuziehen und uns nicht verrückt machen zu lassen von der Halle, auch von Magdeburg, wenn da ein bisschen Stress verursacht wird, haben wir eigentlich unseren Plan ganz gut durchgezogen, bis auf kleine Phasen, und das, denke ich, war ein Schritt in die richtige Richtung, muss aber trotzdem noch besser werden. Nein, ich glaube, wir waren so mit der Mannschaft ganz gut aufgestellt heute. Aber wie gesagt, es sind die einfachen Fehler, die bestraft werden von Magdeburg mit Robert Weber und Michael Haas auf der Mitte. Und so darf man auswärts dann nicht auftreten. Die Tormaschine läuft wieder bei Robert Weber. Ja, so war der Plan. Wie gesagt, wichtig war für uns heute, dass wir die 2 Punkte hier in Magdeburg behalten. Wir wussten, dass es ein schwieriges Spiel wird. Jedes Spiel, oder vor allem das erste Spiel der neuen Saison. Die Leute erwarten was, wir selber wollen alles raushauen, was wir können. Und
wie gesagt, es waren natürlich noch einige Fehler mit dabei, aber am Ende zählt das Resultat. Wir haben die 2 Punkte und sind da überglücklich jetzt damit. Was ist das Positivste, was Sie aus dem Spiel rausziehen, aus dem Sieg? Die 2 Punkte. Ja, positiv war, dass unser Neuzugang Michael und Selko Muster sehr, sehr gut agiert haben, wichtige Tore, wichtige Aktionen in der Deckung gemacht haben. Leider war Finn noch inaktiv, aber ich hoffe, dass er nächstes Spiel dann drankommt und zeigen kann, was er kann. Und das war so das Positive. Wir haben eigentlich wenig Tore kassiert, was unser Ziel auch war. 25 ist okay, da waren so 3, 4, 5 Tore, wo am Ende vor allem passieren, so Flüchtigkeitsfehler. Aber das ist das, was unser Augenmerk in der Vorbereitung war, die Deckungsarbeit. Und ich denke, das war über weite Strecken sehr gut heute. Obwohl es nach einer Floskel klingt, kann man so sagen, das erste Spiel ist immer das schwerste einer Saison? Ja, das wussten wir auch. Alle kommen frisch von der Vorbereitung mehr oder weniger zurück. Alle sind motiviert, alle freuen sich aufs erste Spiel, wie wir, so auch der BHC. Und das hat man ihnen auch angesehen. Die hatten Spielfreude, die haben sehr gut kombiniert und man hat gesehen, dass die Spaß dabei hatten. Und wie gesagt, das hatten wir auch und am Ende haben wir das schwere Spiel auch noch gewonnen.